Meine Damen, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator hier wunderschön auf meinem Kanälchen. Ich habe hier noch ein bisschen weggemacht. Das ist nämlich das Gras hier, was uns dann sowieso beim Silo im Wege steht. Das wollte ich auch noch schnell ernten, weil uns das ja rein theoretisch auch so ein bisschen im Wege dann steht. Oder im Wege ja nicht. Das ist einfach unnütz, dann das Zeug liegen zu lassen. Deswegen wollte ich das ja unbedingt noch wegernten. Das ist einfach bloß Materialverschwendung. Du das einfach liegen lassen. Ich habe da drüben noch ein bisschen was gemacht. Und hier, was das Ganze kommt, ins Fahrsilo. Unser Helferchen, unser Baumwollhelferchen, ist auch schon fertig. Den werden wir auch gleich entladen und werden auch gleich zur Spinnerei wegfahren und uns das Geld abholen. Ist aber auch kein minderischer Gewinn jetzt. Aber es ist jedenfalls etwas Gewinn. So. Wir sehen auch hier beim Laden, größeren brauche ich auch nicht unbedingt. Also allein jetzt schon ist er ja gut dabei. Mit einem 45.000er hätte man jetzt zwar ein bisschen mehr, was man hin und her fahren könnten, aber dadurch, dass man hier bloß eigentlich auf der Feldnähe bleiben, tut mir das nicht weh. So. Noch einmal zurück. Und dann könnte rein theoretisch das Silo schon hier hin. Aber wir wollen erstmal die Baumwolle wegfahren. Und auf gut Glück will ich einfach mal so das Zeug jetzt wegfahren und die zwei Pixel jetzt nicht abernten, auch mit der Angst, dass es wahrscheinlich ist, dass sie nicht angenommen werden. Also, dass die Fracht nicht fertig ist. Wir gucken gleich nochmal auf die Map. Und entscheiden dann nochmal, ob wir vielleicht nochmal selber runterfahren. Oder auch nicht. So, Gras ist aufgesammelt. Sehr gut. Map. Wachstum. Das sind wirklich nur hier drüben. Ich glaube, wir fahren einfach runter. Wir fahren ganz am Rand nochmal runter. Gucken uns mal die Maschine so von innen an. Dreckig geworden ist auch. Außer das Leder. Das hier ist natürlich sauber geblieben. Weil viel ist es ja auch nicht. 13.000 Baumwolle. Gut. Soll mich auch nicht interessieren. Teil reinschalten. Und da werde ich angerufen. Ist mir gerade völlig egal, schneide ich auch nicht raus oder spricht jemand hier drauf. Sonst hier, ihr seht die Baumwolle, hier ist ja noch ein Stück drauf. Ich werde dann einfach mal schon später zuerst zurückrufen. Ich mache gerade Wäsche oder sonst was. Hier nur was ein, dem ich jetzt einfallen. Okay, das habe ich kurz rausgeschnitten. Das war einfach bloß meine Mutter gerade gewesen. Die wollte was in die Musikschule, wenn ich richtig verstanden habe, wollte was wissen. Und ich werde dann einfach mal zurückkochen in 5 Minuten. Rosamulde Pilcher ist tot. Keine Ahnung, kenne ich nicht. So, das war's. Das Feld ist abgeerntet. Jetzt werden wir mal gucken. B. Ja, Z. Ihr seht, das ist die Baumwolle jetzt. Das ist jetzt unser Baumwollenpaket. Und die Frage ist jetzt, wie lade ich das hier drauf? Z, T, I.
Aha, mit was habe ich das jetzt gemacht? N oder O? O. Aha. So, dann fahren wir mal zur Spinnerei und hoffen mal, dass es reicht. Dass das auch hier hängen bleibt. Ich hinterfrage es nicht. Das sah auch komisch aus, wie es draufgeladen hat. Jetzt müssen wir erstmal sowieso die Spinnerei suchen. Wir haben noch die Map hier. Spinnerei ist unten in der Stadt drin. Aber ich glaube, ich bin bis jetzt noch nie drin gewesen. Schauen wir das ganz schnell weg. Gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Gehalt dazu bekommen. Das wir sowieso schon bekommen. Dann werde ich das Gras noch schnell einsammeln. Und aber schwer. So. In die Richtung, okay. Dann hier unten. Ach, hier. Muss ich jetzt bis ranfahren, oder? Mit B abladen. Aha, mit Z. Okay, kein Zusatzverdienst, aber ich habe es abgeschlossen. Das ist das Wichtigste. 3000, naja. Gudi. Der ist fertig, das ist mir jetzt egal. Wir steigen ins... Da war er. Mom. Da. Den stellen wir mal ganz kurz noch ein. Ich will mal ganz schnell noch ein bisschen Gras einsammeln. Dann alles klar, alles klar, alles klar. Jetzt wisst ihr, warum ich vorhin gesagt habe, der muss auch noch hier lang kommen. So. Aber oben angekommen, das ist das Wichtigste. Deswegen bin froh, dass ich das Feld jetzt angepflanzt habe. Das wird mir ja wahrscheinlich viel Arbeit erleichtern. Oh. Immer großartig wenden. Großartig groß, groß wendig so. So, seelenlich hier lang zu fahren. Das war eine scheiße Idee. Wer hat denn die gehabt, hier lang abzuernten? Es tut dir richtig weh zuzuschauen. So. Dann sind wir auch gleich hier fertig. Da komme ich vielleicht auch noch mit einem Schwader. Ne, mit einem Schwader tötet man ja. Mit Schwader tut man wenden? Ja, mit was tut man wenden? Bin ich gerade ein bisschen raus.
10.000 haben wir schon hier drin. Ist bloß die Frage, wie mache ich denn das? Muss ich erst das Feld fertig wachsen oder macht das Silo? Das weiß ich nicht. Gut, Lohnzahlung. Ein bisschen teuer. Gut, ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen Daumen nach unten gegeben habt, was euch natürlich nicht gefällt. Oder was euch gefällt, wenn ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der Mann, wenn es Wort. Ciao, ciao.